Hallo, hallo, hallo. Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sterben am Stück. Gucken, ob das auch heute wieder Programm ist, wie die letzten paar Male. Ich habe Hedy ausgepackt. Hedy bringt mir eigentlich immer Glück. Deswegen. Wir spielen jetzt mal eine Runde mit Hedy und gucken einfach mal, was so passiert. Ich bleibe mit Absicht gerade stehen. Und gehe noch nicht an den Jen. Weil ich jetzt auf Ego spiele. Und erstmal nur an mich denke. Altruistisch spielen ist zu dieser Zeit hier nicht. Aber trotzdem werde ich jetzt wahrscheinlich gleich wieder den Killer abkriegen. Ich kenne das doch. Was ist der denn? Ist der AFK? Hä? Dwight? Warum gehst du weg? Hä? Hä? Ich bin des Todes verwirrt. Warum ist Dwight weggegangen? Hat er ein persönliches Problem mit mir? Geh ich halt. Hä? Oder Dwight hat auch schon so viel schlechte Erfahrung gemacht die letzten Tage bei DBD und denkt sich einfach nur so, boah, nee, andere Mitspieler, geht einfach weg. Ich will nicht mehr. Könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, ne? Aber wo ist der Killer? What the fuck? Hallo? Haben wir einen AFK-Killer? Zum D-Rank? Sieht so aus, ne? Ah, sie ist AFK. Das ist natürlich gerade cool, wenn du eine Blendaufgabe hast. Ja gut, das wird dann eine schnelle Runde jetzt. Oder die kommt halt erst, wenn alle Generatoren an sind. Solche Killer gibt es ja auch, ne? Die lassen die ganze Runde... Und dann slacken die dich um mit Nöt. Alles schon erlebt. Geh mal hier weg. Ob ich Totems finde. Okay. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's euch nicht gesagt? Ich hab's euch gesagt.
Tja. Soll ich euch was sagen? Tschüss! Ich verkaufe jetzt meine kompletten Mates, ist mir egal. Kein Bock mehr auf die Kacke hier. Ehrlich. What the fuck? Ich schwöre euch, das Nöt ist genau da, wo die liegen. Na, guck mal, Teabaggen. Finde ich jetzt nicht schlimm, dass ich sie verkauft habe. Ada ist am Nöt, die hat's weggemacht. Also, ich sage euch, wie es ist. Da brauchen wir uns jetzt auch keine Perks angucken. Das gucke ich mir jetzt hier nicht bis zum Ende an. Ich habe meine Mates verkauft. Ist mir egal. Am Ende wäre ich wieder diejenige gewesen, die hängt. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich bin jetzt auch mal ein Arsch. So, ich wünsche euch. Nee, ich wünsche euch keinen schönen Tag. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Runde. Bis gleich. So. Ob ich jetzt wieder meine Mates verkaufe? Ich versuche es nicht, okay? Ich versuche jetzt artig zu sein. Aber manchmal hat man einfach so diesen Drang danach zu sagen, scheiß drauf, scheiß auf alle anderen, ich denke jetzt einfach mal an mich. So, wisst ihr, was ich meine? Gerade nach den letzten Runden ist dieser Drang sehr groß. Aber so passiert das dann halt, ne? Die Leute spielen, die Leute werden sauer, die Leute werden egoistisch, denken nur noch an sich. Und dann werden daraufhin die nächsten Leute sauer, egoistisch und denken nur an sich. Das ist halt so dieser Kreislauf, der dann halt irgendwie stattfindet, wisst ihr? Veska? Natürlich. Sieht er eigentlich auch, wenn wir die Flaschen auf den Boden stellen? Ich mache immer die Kisten auf und stelle eine Flasche raus, damit alle sehen, dass wir einen Wesker haben. Wisst ihr, ich finde, das kann man so gut seinem Team halt auch mitteilen. So, Achtung, wir haben Wesker. Da, ich habe eine Flasche hingestellt. Ja, die siehst du ja über die komplette Map. Oh Gott. Nicht jetzt umschlagen, dann knallt das hier alles. Ich muss meine Glyphen finden. Guckt mal, der hätte hier einen richtig guten Regen. Da, da und meiner. Lieber etwas vorsichtiger bei dem.
Okay. Da ist ja noch einer. Die sind ja übelst nah beieinander, die Gens. Was? Okay, du gehst retten. Gut. Ich gehe aber nicht gleich an den Gen, das kannst knicken. Kämpft er? Kämpft er nicht. Ah, das ist so ein Ding. Das ist das Ada-Perk. Das ist halt schon stark auch, ne, mit den Gens. Bin ein Schisser. Hi. Ich muss sagen, ich mag diesen Carlos-Skin. Oh, scheiße. Ich glaube nicht, dass wir sie darunter kriegen. Ich weiß halt nur nicht, warum der Gen blockiert ist. Weil wir haben beide nicht losgelassen. Mir gerade nicht weg. Ich habe es probiert. Das war dumm, jetzt hier runter zu laufen. Naja, ich werde jetzt liegen, aber es ist egal. You disappoint me. Is that the best you Ich bin's auch ehrlich gesagt gar nicht mehr geübt, inzwischen wegzulaufen. Meine Glyphe war hier unten. Oh oh, Steve. Nicht gut.
Oder hier, genau. Jill rennt jetzt raus. Jill macht jetzt den Egoisten, so wie ich eben. Danke, Carlos. Lass uns gehen. Mir scheißegal. Sterbe ich halt. Hauptsache, ich habe meine Glyphe. Knallt mich einfach ins Nichts. Mir war jetzt meine Glyphe wichtiger als rauskommen. Sorry. Danke, Carlos. Oh mein Gott. Jetzt aber wirklich hier... wirklich reichen, ne? Für die anderen. Kommt ihr wenigstens raus. Oh Gott, Carlos. Oh Gott, Carlos. Carlos, nein. Carlos, pass auf. Ich glaube, Carlos wollte mich retten. Wow, Jill. Wow. Wow, Jill. Einen Schlag hättest du für mich nehmen können, Jill. Jill so. Mö. Die will rauskriechen. Ich lass die liegen. Oh mein Gott. Jill, was war das? Jill so, la la la, ich gehe jetzt einfach raus. Ja gut, ich kann es verstehen. Ich habe mein Team eben auch zurückgelassen. Ja gut, wie gesagt, ich wollte meine Glyphe, also ist okay. Die Runde lief ein bisschen besser als die davor, muss ich sagen. Aber ja, irgendwie ist DBD im Moment, ich weiß auch nicht, schwieriges Ding. So, wartet. Ich sag, ich bin es schon gar nicht mehr gewohnt, wegzulaufen. Pop. Düstere Umarmung. Aha. Brutale Stärke. Und Groupie. Ja, gut. Und was hatte er noch mit? Okay. Mhm. Und ein Kuchen. Ja, gut. War okay. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Gucken. Ich weiß, dass diese Folge nicht sehr lang wird, aber ich habe keine Lust mehr auf noch eine dritte Runde. Ich sage euch, wie es ist. Ich bin froh, wenn wir DBD für die Woche fertig gespielt haben. Es macht leider im Moment gerade, ehrlich, keinen Spaß. Ich sage, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie... weiß ich nicht. Ist gerade alles sehr anstrengend. Gut, wir sehen uns am Samstag. Bis dann, macht's gut. Tschüss!